Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burg! Die größte Zeltgaudi Brandenburgs. Das Frankfurter Oktoberfest. Jetzt auf 91.7. Präsentiert von Frankfurter Pilsner. Frankfurter, echt Brandenburg. Ja, herzlich willkommen zum unserem Oktoberfest-Stammtisch hier im Frankfurter Oktoberfestzelt. Und bei uns Oberbürgermeister René Wilke, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Ich fühle mich schon ein bisschen geehrt, dass Sie hierher kommen, weil heute Abend zum Fassanstich können Sie noch nicht. Aber jetzt haben Sie sich mal die Zeit genommen. Wie finden Sie so die Atmosphäre? Wir sind die Ersten, glaube ich, die hier so an dem Tisch sitzen dürfen. Ja, ich habe ja gestern, glaube ich, dieses Video gesehen, als es hier noch aufgebaut wurde. Ja. Da sah es noch leer aus, jetzt sieht es schon richtig gut aus. Also die Leute können sich auf was freuen. Und ich bin gar nicht so weit weg, nämlich im Kino drüben, nicht um Film, also wahrscheinlich, vielleicht wird auch ein Film gezeigt. Der Verein Kleines Kino in Frankfurt-Oder hat 30-jähriges Jubiläum. Und die machen ja nun seit vielen Jahren tausende Menschen glücklich und haben mich gefragt, ob ich zu dem Jubiläum vorbeischauen würde. Dann habe ich dazu gesagt. Dann kam die Einladung hier, ich habe gesagt, okay, ich gehe erst dorthin und dann komme ich später hierher. Oktoberfest ist natürlich ein schöner Anlass, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir Sie hierher gebeten haben. Denn darf ich? Ja, wir müssen erstmal klarstellen, dass das alkoholfreies Bier ist. Stimmt, alkoholfreies Bier. Feldschlösschen, alkoholfrei, auch aus unserer Brauerei. Schmeckt auch sehr gut, sehr empfehlenswert, aber ich habe nicht angefangen mit Alkohol. Nee, nicht am Tage vor allem. Ach so, und auch sonst Bier grundsätzlich nicht. Ja. Oh. Oh ja. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, war doch. Nein. Das hätte ich gemerkt. Das hätte ich sofort gemerkt. Es ist süßlich, aber angenehm, ne? Schön süffig. Ja, ich mag das sehr gerne. Das ist, ja, so wie es sein soll. Also, dann gucken wir mal, ob wir das innerhalb des Gespräches. Oha, okay. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Schauen wir mal. Nein, aber es gibt wirklich einen ernsten Grund, warum wir Sie hierher gebeten haben, denn in den letzten Tagen ist Frankfurt-Oder mal wieder bundesweit in der Presse gewesen. Ja. Allerdings stand die Stadt dabei nicht in so, ja, sagen wir mal, dem besten Licht, denn es ging um den Vorwurf von Schweigegeld, das Sie angenommen haben, also die Stadt, indirekt auch Sie, so der Vorwurf des eigentlich seriösen, anerkannten Recherchezentrums Korrektiv. Dabei ging es um eine im Februar geschlossene außergerichtliche Einigung zwischen der Stadt Frankfurt-Oder, der FWA und der LIAG, also einem Lausitzer Energie- und Bergbauunternehmen. Ja, und es ging natürlich um die zu hohen Sulfatbelastung in der Spree, das ist jetzt mal so die knappe Zusammenfassung. Fangen wir aber mal ganz vorne an, Herr Oberbürgermeister. Es geht im Wesentlichen ja um die Spree, aus der Frankfurt-Oder sein Trinkwasser gewinnt. Also wie lange liegen denn diese Streitigkeiten überhaupt mit der LIAG schon zurück, um mal ganz vorne anzufangen? Puh, das ist, also das kann ich so genau gar nicht sagen. Ich kann sagen, wie lange ich es mittlerweile bearbeite. Und das war schon, als ich Landtagsabgeordneter war. Wenn man googeln würde, würde man einige Landtagsanfragen von mir auch zu dem Thema sehen. Damals gab es sogar mal zwischenzeitlich so ein, wir dachten, Durchbruch hat dann aber nicht funktioniert, zur Kostenaufteilung Bund, Land und LEAG bezüglich unseres Wasserwerks, wurde dann aber nicht umgesetzt. Also mich begleitet das jetzt seit gut 10 Jahren, das Thema. Und aufgefallen ist es, weil es die Sulfatwerte zu hoch sind in der Spree? Nein, also das, man muss erstmal die Leute ein bisschen beruhigen. Ja. Manche denken jetzt, oh Gott, unser Wasser ist irgendwie, das ist nicht der Fall. Das Frankfurter Trinkwasser ist völlig in Ordnung. Man muss sich keine Sorgen machen. Das ist nicht der Punkt. Die Daten werden auch übrigens immer veröffentlicht. Es gibt auf der FWA-Seite die Standarddaten, aber es ist auch jede Woche alles einsehbar. Es wird von einem akkreditierten Labor untersucht. Wasser ist in Deutschland eines der wirklich am besten überwachten Lebensmittel. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Was wir aber seit Jahren anmerken ist, dass die Sulfatwerte drohen, in die Nähe von Grenzwerten zu kommen. Da sind wir nicht und es gab auch keine Überschreitung, aber drohen, in die Nähe der Grenzwerte zu kommen und dass wir dagegen Vorsorge treffen müssen für die Zukunft. Dass es nie dazu kommt, dass hier Grenzwerte gerissen werden. Das war eigentlich der Streit. Wir haben gesagt, die LEAG muss, und damals vorher Vattenfall, muss dafür sorgen, dass es nie dazu kommt, weil die sind die Verursacher, die sind schuld. Wir wollen hier ordentliches Trinkwasser. Und vor allen Dingen gibt es ja viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Die kosten aber Geld. Und was wir verhindern wollten, ist, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter dieses Geld zahlen. Und das haben wir mit dem Vergleich erreicht, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Genau, also das heißt, Sie haben dann, sind dann vor Gericht gezogen und haben die LEAG verklagt. Nicht direkt. Wie kann man das? Weil das also rechtlich sehr kompliziert ist, haben wir damals, also es gibt in Cottbus dieses Projekt Cottbuser Ostsee, wo ein ehemaliger Tagebau zu einem See umgeformt werden muss und soll und damit eine Flutung einhergeht. Und wir haben dann gesagt, na Mensch, wenn diese Flutung passiert, hat das ja auch Auswirkungen auf das Gewässersystem drumherum und möglicherweise könnten dann weitere Sulfateinträge in die Spree kommen und wir beziehen derzeit noch einen Teil unseres Trinkwassers auch aus der Spree.
Und dann haben wir gesagt, das muss doch mehr Beachtung finden und vielleicht ist das ein Weg, um an unser Geld zu kommen, um es mal direkt zu sagen, um unseren Kampf auch zu einem Erfolg zu bringen und die Forderung durchzusetzen, sind vor Gericht gezogen und dann wurde sogar der Europäische Gerichtshof eingeschaltet für eine Stellungnahme zu dieser Wasserrahmenrichtlinie. Es geht dabei um 5 Millionen Euro. Wie setzt sich da die Summe zusammen? Wie sind Sie und die Lehrer auf die 5 Millionen Euro? Also es ist so, dass, jetzt kann man vielleicht den Vergleich erklären, wenn diese ganze Sache ein Positives hat, dann, dass schon im Februar, als das alles übrigens öffentlich gemacht wurde, man sieht es sowohl bei Ihnen, kann man das glaube ich nachverfolgen, aber bei der Märkischen Oder-Zeitung, damals der Vergleich, wir waren da super stolz drauf, sind es auch heute noch. Ja. Und es wurde damals gar nicht richtig registriert vor den Menschen, was da eigentlich gelungen ist. Und vielleicht ist das nochmal eine Chance, das klar zu machen. Mhm. Also, was wir in dem Vergleich errungen haben, ist, dass wir wollten ja von Anfang an, dass unser Wasserwerk, die Erneuerung des Wasserwerks in Mülrose, dass die finanziert wird. Das kostet 5 Millionen. Und diese 5 Millionen müssten, wenn das die Frankfurterinnen und Frankfurter dann haben wollen, müssten die auch bezahlen. Und das wäre für den Wasserpreis von Unternehmen, aber auch von jedem Haushalt etwa eine Preissteigerung von 20% gewesen. Und wir haben gesagt, wir müssen doch dieses Wasserwerk nur reaktivieren, weil die Spree mit den Sulfatwerten zu einem Problem wird und noch mehr werden könnte. Und deswegen wollen wir das Spreewasser ablösen durch anderes Wasser und dann mit der LEAG, mit Vattenfall, mit der Braunkohle und Sulfaten nichts mehr zu tun haben. Das ist so grob gesagt der Punkt. Und in dem Vergleich ging es dann darum, dass die LEAG gesagt hat, okay, bevor wir uns hier weiter streiten und das Gericht irgendwas entscheidet oder sich alles noch ewig hinzieht, wir brauchen diesen Cottbus Ostsee, wir wollen den dort in der Lausitz ein wichtiges Projekt. Ihr wollt euer Trinkwasser und denkt, wir sind irgendwie böse und schuld daran. Also vergleichen wir uns und ihr kriegt diese Zahlung. Ist ein bisschen verkürzt, weil es gab mehrere Verhandlungsschritte, die haben uns nicht gleich 5 Millionen angeboten. Ja. Es waren viel niedrigere Summen am Anfang und wir haben den erstmal weggeschickt und gesagt, mit der Grundlage brauchen wir gar nicht reden. Ist diese Einigung vielleicht sogar viel besser gewesen, als dass die Stadt Frankfurt oder Recht bekommen hätte von Gericht? Genau, ich verstehe. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt für die Leute von Korrektiv. Ich verstehe, dass es Umweltverbände gibt, die sagen, ach Mensch, wäre doch toll gewesen, wenn ihr das bis zu Ende durchgeklagt hättet. Weil da hätte es da so ein Urteil gegeben, was vielleicht auch ein bisschen Präzedenzwirkung gehabt hätte. Und diesen Punkt verstehe ich total. Wir waren nur vor folgender Abzweigung. Wir wollten eigentlich nie diese Klage. Wir wollten einfach nur, dass diejenigen, die schuld daran sind, dass unser Wasser irgendwann in Gefahr sein könnte, uns das Geld geben, damit wir uns von denen unabhängig machen und es nie in Gefahr geben wird. Und als dann diese Abzweigung anstand, war folgender Pfad da. Wir hätten die Klage weiterführen können, vielleicht hätten wir gewonnen, wahrscheinlich hätten wir sogar gewonnen. Am Ende eines Sieges wäre aber kein Geld gewesen. Am Ende eines Sieges wäre gewesen, okay, der Cottbusser Ostsee hätte so noch nicht angefangen werden zu fluten. Man hätte also noch ein paar mehr Gutachten machen müssen und das noch abwägen und bedenken. Dann würde man vielleicht noch weitere Gutachten beauftragen und gucken, welche Einflüsse sind denn da. Und dann kommt man in einigen Jahren zu irgendwelchen Schlussfolgerungen, weiteren Auflagen oder auch nicht. Ja. Aber es wäre nicht der Beschluss des Gerichtes, so war die Klage ja auch nicht und so hätten wir auch nicht klagen können, zahlt uns das Geld und so. Das wäre nicht gewesen. So, das heißt, wir hätten einen Sieg errungen, den hätten europaweit einige sicherlich gefeiert. Die Menschen hier in Frankfurt hätten davon nichts gehabt, weil wir in 2024 trotzdem das Wasserwerk hätten reaktivieren müssen, auf eigene Kosten, 5 Millionen selber aufbringen, 20% Preissteigerung für jeden Haushalt und jedes Unternehmen. Der zweite Weg war, wir nehmen diesen Vergleich an, haben nicht dieses Grundsatzurteil, was manche gefreut hätte, aber sorgen dafür, dass das, wofür wir da sind, nämlich die Bevölkerung hier, ich bin gewählt von den Menschen hier für die Verantwortung hier. Ich meine, die Umweltverbände hätten ja auch selber solche Klagen machen können und so, jetzt gucken die alle auf uns. Und da war dann für mich und für die FEA und für die Stadtforum versammelt. Ich habe es ja nicht alleine entschieden, sondern es wurde in den Gremien der FEA besprochen, auch im Gesellschafterkreis. Und wir haben dann ja im Hauptausschuss, ich darf sowas ja gar nicht alleine unterzeichnen, im Hauptausschuss eine Vorlage eingebracht, die mich beauftragt hat, die Unterschrift zu leisten, ermächtigt hat dazu. Also alle politischen Fraktionen und Parteien waren damit dabei. Und wir haben alle gemeinsam gesagt, das andere wäre zwar auch schön, aber das Wichtigste ist Sicherheit fürs Trinkwasser, das ist gewährleistet, Preisstabilität, das ist gewährleistet, nicht wir sind schuld daran, andere, die müssen zahlen. So. Jetzt wurde sehr reißerisch verwendet, dieses Wort Schweigevereinbarung, also Schweigegeld. Ja. Wenn wir da auf den Vertrag jetzt mal zu sprechen kommen, ich habe schon überlegt, ob ich symbolisch ein Pflaster mitbringen soll, dass ich ihn über den Mund klebe, falls ich jetzt... Irgendwann hätte ich aber nicht trinken können. Ja, aber, also das heißt, weil es war ja teilweise schon so in die Ecke gestellt, so von wegen der Oberbürgermeister darf jetzt da über das ganze Thema gar nicht mehr reden. So ist es ja nicht. Also wir können jetzt ganz offen drüber reden. Rede darüber. Wenn ich jetzt quasi frage oder auf das Inhaltliche nochmal komme von dem Vertrag, wo sind denn Punkte, wo es heißt, ja, da
was auch relativ, das kann man ganz offen sagen, das ist sehr üblich bei einer Einigung, dass es bestimmte Vertragspunkte gibt, über die man einfach mit Dritten nicht redet. Ja. Was würde das beispielsweise betreffen? Also nur mal grob skizziert, worüber Sie jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit halt sagen, nee, da, den Streit haben wir beigelegt, darüber reden wir jetzt nicht. Ja, also im Prinzip haben Sie es schon gut umrissen. Also ich weiß so gar nicht, was deren Motiv ist. Ich glaube, die wollten eigentlich die LEAG treffen und dachten sich, wir machen da ein paar Sätze zu Frankfurt-Oder, weil die dieses Sofa-Thema haben. Und dann haben wir das ein bisschen aufgepimpt und vielleicht ist auch ein bisschen mehr Werbung für unser Stück oder so. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass so etwas dabei rumkommt und auch nicht, dass wir uns so dagegen wehren. Weil das würde ich kurz thematisieren. Sie haben es nämlich gerade angesprochen. Im Eigentlichen geht es jetzt gerade um ein Theaterstück, das in Cottbus aufgeführt wird. Genau. Worum handelt es sich da? Na, es geht beim Theaterstück um die Kritik an Braunkohleverstromung, an Tagebauen und an der LEAG, ehemals Vattenfall. Und da sind wir eigentlich bloß zwei Sätze oder so in diesem Stück, die... Und das Stück geht 1 Stunde 15 Minuten. Und das hat eigentlich diesen ganzen Wirbel jetzt erzeugt. Eine schöne PR auf jeden Fall für das Theater. Das kann man wohl sagen. Und ich habe auch mich am Samstag da selbst eingeladen, weil da findet danach eine Podiumsdiskussion statt mit all denen, die irgendwie diese eine Seite der Betrachtung sind. Ich habe gesagt, es ist ja schön, dass ihr über uns redet. Wie wäre es denn mal, mit uns zu reden? Ich habe gesagt, ich will ja auch einen Platz auf diesem Podium. Und dann haben sie auch gesagt, ja, okay, kommen Sie ruhig vorbei. Ich werde also da sein. Aber zu der Schweigevereinbarung vielleicht. Der Punkt ist, dass die LEAG natürlich nicht einfach nur 5 Millionen überweist und sagt, hier habt ihr es, ein Geschenk für euch, sondern im Vergleich hat zum Inhalt, dass man sich auf Dinge einigt und die LEAG wollte natürlich im Gegenzug, dass wir dann auch aufhören, die ständig mit diesem Thema zu belästigen. Wir haben gesagt, wenn ihr unser Problem löst und also die Finanzierung des Wasserwerks, dann haben wir kein Problem mit eurem Spreewasser, weil wir uns ja davon sukzessive unabhängig machen. Ja. Und dann haben wir weder mit der LEAG noch mit dem Braunkohletabo noch mit den Sulfatwerten dort etwas zu tun, sondern sind davon unabhängig. Und die sind ja ein bisschen weiter weg von uns. Yeah. Also objektiv schwierig. So, und deswegen sieht dieser Vergleich vor, dass wir, wenn die sich daran halten, und das haben sie getan, nicht weiter Rechtsmittel gegen den Cottbuser Ostsee und dieses Problem erheben. Ja. Und dass wir in dieser Sache, die auch nicht mehr weiter öffentlich, ich sag mal, etwas salopp hier sind im Bierzelt, anpinkeln. weil das haben wir über 10 Jahre gemacht. Davon sind natürlich auch genervt. Ja. Verstehe ich auch, aber ich fand immer zu Recht. Und dann sagen die, da müsst ihr auch Ruhe geben, weil wir haben euch ja nun, ihr habt doch jetzt das, ihr könnt das jetzt machen. Und das ist innerhalb der Schweigevereinbarung. Manche suggerieren jetzt aber, wir dürften nicht mehr darüber sprechen, wenn sich irgendwie an den Werten was verändert oder so. Das ist eigentlich das, was ich am übelsten an diesem Vorwurf finde, weil das ist richtiger Quatsch. Und das sorgt dafür, dass potenziell Menschen ja irgendwie Angst haben, sie erfahren etwas nicht. An dem, was wir jetzt die ganze Zeit machen, in der Kommunikation, sieht man schon, dass das nicht stimmen kann, was die behaupten, weil ich sage ganz viel von dem, die behaupten, das durften wir gar nicht sagen. Auch in diesem Gespräch habe ich jetzt viele Dinge gesagt, von denen die sagen, das durfte ich gar nicht sagen. Also das sehen wir völlig anders und die LEAG hat noch keiner der rechtlichen Schritte gegen mich unternommen. Die sehen es also auch so, dass das die Vereinbarung nicht umreißt. Aber vor allen Dingen ist es so, dass wenn mit dem Trinkwasser irgendetwas wäre, dann die Daten sind, wie gesagt, öffentlich zugänglich. Es gibt die gesetzliche Pflicht, dann eine Warnmeldung zu geben. Dann würde das Gesundheitsamt informiert werden. Es würde eine öffentliche Bekanntmachung geben. Und dann würden Maßnahmen ergriffen werden. Das sind ja auch unabhängige Institutionen sozusagen. Genau. Der hat mit uns ja gar nichts zu tun. Der Oberbürgermeister hingeht und sagt, nee, das deckeln wir mal. Öffentlich hier nicht. Das ist ja Blödsinn. Genau. Also selbst wenn man so denkt wie die, man kommt nicht zu diesem Punkt, dass das überhaupt möglich wäre, es umzusetzen. Ja. Und das ist auch der Gedanke, ich unterschreibe da mal eben irgendwie ein Dokument. Ich darf gar nicht irgendetwas unterschreiben, ohne eine Ermächtigung von den Stadtverordneten dafür zu haben. Also ich muss mal sagen, Herr Oberbürgermeister, ich merke hier heute wieder, Sie haben ja eigentlich null Befugnis. Sie haben ja gar keine Macht. Prost. Weniger als manche glauben. Ja. Im Bierzelt darf man das immer sagen. Ja. Prost. Prost. Oh. Haben Sie denn, das würde mich aber mal trotzdem interessieren, weil wir reden ja hier von dem Recherchezentrum Korrektiv, das ja doch einen sehr guten Ruf hat und eigentlich ja gegen Fake News auch vorgeht im Internet, ja, auch für Facebook und für viele andere journalistische Einrichtungen, also eine gute Reputation hat. Können Sie sich vorstellen, wie das passiert ist? Oder ich glaube, es gab jetzt auch eine Pressemitteilung, Sie sind zurückgerudert, das kam zumindest aus Ihrem Hause. Haben Sie irgendwie mal ein Feedback bekommen von denen oder mit denen sprechen können? Ich hoffe, da am Samstag schlauer zu werden. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, also was ich mir so mit gesundem Menschenverstand herleiten kann, ist, es war uns damals schon klar, das haben wir gesagt, auch in allen Gremien immer diskutiert, dass es Leute gegeben hat, die sich gewünscht hätten, wir nehmen nicht das Geld und lösen unser Problem, sondern wir kämpfen das weiter für den Rest der Welt durch. Ja. Und das ist eine Perspektive, die ich aus Sicht von so einem Umweltverband nachvollziehen kann. Und da bin ich aber trotzdem wieder da, wofür wurde ich gewählt? Was ist meine Aufgabenstellung?
Und was ist vielleicht die Aufgabenstellung von anderen? Was ich jetzt so unfair finde, ist, wir kämpfen da seit über 10 Jahren, die FAA ja noch länger, um dieses Thema. Ja. Wir waren in dieser ganzen Zeit die Einzigen, die dieses Thema überhaupt publik gemacht haben. Kaum eine Person hat sich dafür, viel betroffener als wir noch, kaum eine Person hat sich dafür wirklich interessiert. Es gab Medienberichterstattung hier in der Region, aber darüber hinaus so. Viele Zusagen, die nie eingehalten wurden. Die Umweltverbände haben nie selber irgendwelche Schritte gemacht. Wir haben das durchkämpft bis zu diesem Punkt. Und wenn man eins daraus lesen kann, aus dem Spruch des EuGH, aber auch dem Vergleichswunsch von LEAG, dass ja vielleicht es auch einen guten Ansatz gäbe für andere, diesen Kampf auch für ihre Interessen weiterzuführen. Ne, das scheint ja durchaus berechtigt zu sein. Aber selber nicht den Finger krumm zu machen seit über 10 Jahren und dann diejenigen, die gekämpft haben und dann Sieg errungen haben für die Menschen dieser Region, dann ist immer so blöd anzumachen, das regt mich richtig auf. Ich finde, also wir haben hier was Unvorstellbares, war am Anfang nicht absehbar, dass wir das hinbekommen, durchgekämpft, sichere Trinkwasserversorgung, stabile Preise für die Menschen hier. Also ich finde echt, darauf können wir richtig stolz sein hier und das waren wir auch und sind wir auch nach wie vor. Ja. Letzte Frage noch zum Schluss. Jetzt, wo sie 5 Millionen reicher sind, zumindest die Stadt oder die FAA. Nur die FAA. Die FAA. Wie sieht denn das aus? Und auch das übrigens, alles nachprüfbar. Jeder Cent ist ja, es wird ja von Wirtschaftsprüfern dann geprüft, der Aufsichtsrat und so weiter. Also es gibt da Leute, die alle möglichen Verschwörungstheorien haben. Ja, ja. So einfach läuft das in Deutschland auch nicht. Die FAA hat dieses Geld bekommen, macht damit genau das, die Reaktivierung des Wasserwerks. Und dazu gab es ja auch schon Berichte, wie die FAA dort schon die Planung vorantreibt und das umsetzt. Ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Vielleicht müssen wir auch noch mal mit der FAA darüber sprechen. Aber vielleicht kriegen wir auch von Engelbitz einen Einblick. Wie sieht es denn da jetzt aus? Es ist ja noch sehr früh, aber was wurde denn mit diesen 5 Millionen bisher umgesetzt? Oder geht es jetzt schon in die Planung? Ist da schon Konkretes was anzukündigen? Ja. Wann wird das? 24 beginnt der Bau. Weil wir haben ja, sahen es ja so sehr in Hamburg. Für alle, die es nicht kennen, da war früher aber schon mal. Genau, das Halbleiterwerk wurde durch dieses Wasserwerk versorgt. Okay. Ja, das ist vielleicht das, was manche vielleicht noch wissen. Und dann dümpelte es vor sich hin oder war ganz aus? Wurde nicht mehr gebraucht, war vom Netz. Und das soll jetzt reaktiviert werden und ähnlich wie damals eben uns versorgen hier und uns unabhängig machen, dass wir das Wasser, was wir bisher aus der Spree nehmen, wo diese Fahrtwerte aus unserer Sicht möglicherweise in den nächsten Jahren zu hoch werden könnten und wir immer weiter verdünnen müssen und so. Das ist auch groß genug für unsere Stadt. Ja, also es ist ja nicht das Einzige, auch die Spree ist ja nicht das Einzige, wo wir Wasser rausziehen, aber es reicht vollkommen aus, um die Versorgung für uns hier gut zu sichern. Aber wir wussten, wir müssen es ohnehin machen. Ja. Wir haben ja eigentlich uns auf den Worst Case vorbereitet, wir müssen es selber machen und wir müssen die Preiserhöhung irgendwie, müssen damit klarkommen. Auf den Wasserpreis umgelegt. Genau, was ein Automatismus ist, auch da kein Spielraum, dass man irgendwie entscheiden kann, ach nee, das klappt irgendwo anders weg, sondern das ist ein Automatismus bei den Wasserpreisen. Und weil wir das ohnehin für 24 vorgesehen haben, sind die Planungen auch so weit, dass wir 24 in die Umsetzung gehen, weil wir es ohnehin getan hätten. Ja. Eben selber finanziert, oder fremdfinanziert. Wir wollten immer fremdfinanziert und haben jetzt die Fremdfinanzierung erreicht. Und deswegen so vielleicht als, also ne, da wird jetzt, also ich habe den Eindruck, da wird wegen diesem Theaterstück und wegen auch Leuten, die sich aufregen, dass wir das damals dann nicht zu diesem Urteil gebracht haben, sondern den Vergleich angenommen haben, wird jetzt hier was aufgebauscht. Und ich glaube, wir waren auch bloß so ein bisschen Vehikel für das eigentliche Thema. Wenn man sich das durchschaut, wollen die eigentlich die LEAG treffen, haben jetzt uns mitgetroffen, haben wahrscheinlich gedacht, ah ja, so eine kleine Kommune da, die werden sich jetzt ja gut nicht groß wehren. Und von wegen, wir lassen sowas nicht gefallen. Wir lassen sich unseren Ruf nicht schlecht reden oder ungerechtfertigt ans Bein pinkeln. Und deswegen fahre ich dann Samstag auch hin und sage, so, jetzt sagt mir das doch mal ins Gesicht. Gucken wir mal. Also wir fahren nicht nach Cottbus zu dem Theaterstück. Ihr seid hier. Wir warten, dass das Theaterstück in der Form kommt irgendwann. Ja, dann gucken wir es uns an. Ja, und wir sind wirklich hier. Also ich würde gerne noch 2, 3 Worte. Wir haben dazu, glaube ich, jetzt alles gesagt. Ne? Ja, so im Grunde genommen war das mal ein schöner Einblick. Vielen Dank. Ja, haben Sie mal so ein Bierzelt für uns ganz allein. Das hatte ich auch noch nie so. Ne? So zu zweit am Biertisch. Schön. Aber die Stimmung ist natürlich schöner mit Menschen. Heute Abend, haben Sie ja vorhin schon angekündigt, kommen Sie erst etwas später. Ja. Sie trinken keinen Alkohol, aber die Stimmung ist ja ziemlich nett. Ja? Also es muss ja ein Alkohol sein. Genau. Also ich muss mal sagen, also ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich jetzt der allergrößte Oktoberfest-Fan bin. Ich habe auch keine Lederhose und so. Und Sie wissen tatsächlich, jetzt habe ich jetzt vernommen, das stellt mich vor eine echte Herausforderung heute Abend, denn die Jeans war schon ausgepackt dafür. Und ich trinke dazu noch kein Alkohol und so. Insofern passt manches nicht so zusammen, aber ich war trotzdem die letzten Jahre immer mit dabei, weil die Stimmung hier ist toll. Die Leute
können ausgelassen feiern. Ich habe neulich sogar einen Wissenschaftstext gelesen, wo erklärt wurde aus wissenschaftlicher Sicht, warum Feiern gut für die Gesundheit ist und zu einer mentalen Entspannung und psychischen Entlastung beiträgt, wenn man es nicht übertreibt, also alles wohl dosiert. Ihr Gesundheitsdezernent übrigens, der weiß das seit vielen Jahren. das weiß ich sehr wohl. Deswegen geht es ihm auch mental so gut. Ich freue mich, heute Abend auch zu sehen. Bring auch noch heute mal nicht das Fass anschließen, sonst muss ja auch mal jemand anders. Genau, heute macht es ja... Aber jetzt noch mal eine ganz investigative Frage zum allerletzten Mal. Ich wollte noch sagen, dass ich das trotzdem eine tolle Veranstaltung finde, weil es wichtig ist, dass die Leute so einen Ort haben, so eine Möglichkeit haben zu feiern. Ja. Und deswegen bin ich da auch gern mit dabei, auch Alkohol. Genau. Und jetzt aber meine investigative Frage, Herr Oberbürgermeister, warum drücken Sie sich jetzt seit mehreren Jahren vor den Fassanstich? Ich drücke mich gar nicht seit mehreren Jahren vor den Fassanstich. Ich habe ja seit sieben Fassanstiche habe ich gemacht. Sechs haben übrigens super funktioniert. Und genau, beim Bunten Hering, dann am Helenesee, bei dem Festen dort, dann, also sieben Stück waren es, wir haben nochmal nachgeguckt. Ja. Insofern habe ich, und ich fand dann irgendwann, jetzt können andere erstens auch mal ran und zweitens ist es ja auch so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich sein darf, natürlich so eine Frage, ein OB, der selber nicht mal Alkohol trinkt, wie passt das zusammen? Und ich mache das, wenn es sich irgendwie wieder gut ergibt. Aber, dass ich jetzt in dem Falle sage, dem kleinen Kino e.V., ihr habt euch hier 30 Jahre für die Region den Hintern aufgerissen und vier auf die Beine gestellt. Ich muss da drüben jetzt mal ein Fass anstechen, das kann kein anderer machen. Ja. Und gehe deswegen nicht zu euch und würdige eure Leistung. Das fand ich jetzt auch nicht gerechtfertigt. Insofern ist Ihnen dieser Fassanstich enorm wichtig. Und ich finde, es gibt jeden Tag so viele sehr wichtige andere Dinge, die mir mehr bedeuten als ein Fassanstich. Das können dann eben doch andere machen. Okay, das nehmen wir Ihnen nicht übel. Das irgendwann werde ich bestimmt wieder irgendein Fass... Auch außerdem ist es ja schön, wenn man die ganze Stadtspitze einmal so durch. Da können Sie auch so ein Ranking machen, wer hat wie viele Schläge und so weiter. Ihr Rekord bei diesen ganzen Schlägen? Ich glaube, das Beste waren 2-3 Schläge. Ja. Es ist aber nicht das, wo ich sage, also auf meine Bierfass-Anstichs-Schlagkunst bin ich jetzt mega stolz. Das ist mein größtes Talent. Ich bin gespannt auf Ihren Dezernenten und Bürgermeister. Der wird das gut machen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil es ist einfach nur ein wildes Fass. Deswegen, ja. Aber ein leckeres. Ja, ganz sicher. Um nochmal Werbung für die Region zu machen. So. Auf das Frankfurter. Auf auch ein Feldschlösschen, alkoholfrei. Genau, stimmt. Genau. Prost. Das auch hier in der Brauerei gemacht wird. Ja. Muss man ja. Prost. Prost. Danke, Herr Oberbürgermeister. Wir haben nicht das ganze Glas geschafft. Sollen wir Ihnen das mitgeben? Ich werde es mit ins Büro nehmen jetzt. Ja. Die werden gucken. Ihre Kollegen? Ja. Ne? Können Sie dann heute Abend wieder mitbringen? Ja, dann mal. Vielen Dank. Danke Ihnen. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Die größte Zeltgaudi Brandenburgs. Das Frankfurter Oktoberfest. Jetzt auf 91.7. Präsentiert von Frankfurter Pilsner. Frankfurter, echt Brandenburg.